yourself. I know I'm irresistible. Oh, beruhige dich doch. Ich weiß, dass ich unwiderstehlich bin. Und daran liegt's nicht. Du standst mir einfach nur im Weg. Weib. Ich glaube, das war auch eine dieser... Super. Offensichtlich war sehr unresistent gegen Zuschauer. Ein Tagebuch. 18. Morgenstern, 4. Ära 200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern, 4. Ära 200. Das war eine knappe Sache. Heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn versuchen. Ich konnte ihn verscheuchen, indem ich ein paar Tonscherben in einen Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmel ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Erfolg. Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich muss lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit dem Arm fuchteln. Ich hätte beinahe lautlos gelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und ich... Ach, was schreiben die Leute mich wieder an? Und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf dem Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich Teil dieses Grabs? Ist meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nun mit mir? 1. Ära 1050. Also wieder in der Vergangenheit, oder was? Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzen wird, wird sterben. Den nehmen wir mal mit. Interessant, interessant. Auf der Buff noch? Ne, auch der ist weg. Oh Mann. Ich hätte die Tür übrigens fast genommen, ne? Das hätte die Falle dann ausgelöst. Tja. Ich fürchte, die Klaue haben wir nicht. Wir brauchen die Saphir-Drachenklaue. Frage, hat er die tatsächlich hier?
Vindilius Gassarion. Hat tatsächlich gelebt hier. Aber die Klaue hat er nicht, ne? Das Licht hält aber nicht gerade sehr lange. Wir könnten noch mal gucken, ob die Klaue nicht doch irgendwo ist. Ich fürchte, dass sie nicht hier sein wird. Ach, ich bin also umsonst hier reingegangen. Aber er hat sie auch nicht gefunden, also er hat sie auch gesucht. Dann gehen wir wieder raus. Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Erzähl mir über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Oh, ihr müsst euch das ansehen. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Ja, soll ich noch? Okay. Zimmer? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Sie frage, wer die Klaue hat. So passt doch auf. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrang kennt, dann sagt ihnen, sie sollen eure nach Windhelm Robe gefällt halten. Mir. Seid ihr ein Zauberer von der Akademie? Ihr seid ziemlich glücklich. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwillin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Einen schönen Tag wünsche ich. Habt ihr schon mit Fastred gesprochen? Nein. Diese Bären machen... Jemand muss etwas unternehmen. Was, wie, was, wo, wer? Oh. Oh, guck mal. Plopp. Hey, du passt doch auf. Das war's schon.
Hört sich geil. Die Kaiserlichen haben gewonnen. Diese Bären haben es auf mich abgesehen. Ich glaube kaum, dass die Bären klug genug sind, um euch gegenüber einen Groll zu hegen, Fräulein Temba. Wenn ich eure Meinung hören will, frage ich danach. Ansonsten kümmert euch um eure eigenen Dinge. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Habt ihr ein Bärenproblem? Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Hier sind die 10 Bären, wie ihr verlangt habt. Schön, endlich mal jemanden zu treffen, der einfache Anweisungen befolgen kann. Hier ist eure versprochene Belohnung. Nun muss ich aber wieder zurück an die Arbeit. Toll. Was verärgert euch so? Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Wenn sich die Gelegenheit bietet, könntet ihr noch ein paar Bären für mich töten? Nee, danke, die brauche ich selbst. Was ist denn das für ein Irrer? Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht finden. Warum versteckt ihr euch? Verstecken, 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 verstecken! Mach mich nicht traurig. Alles in Ordnung? Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt... Navi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Was ist los mit euch? Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Navi kann sich nicht verabschieden. Das macht Navi sehr, sehr traurig. Navi muss sich von Reiter verabschieden können. Wenn ihr... da seht, könnt ihr ihr sagen, dass Navi sie vermisst und dass sie geschwind heimkommen soll? Geschwind, geschwind, geschwind wie der Wind. Okay. Na, steht's gut im Wasser? Also wieder zurück zu Wilhelm. Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ich war gerade eben schon mal hier. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Was ist das für eine Geschichte mit Navi? Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Ihr habt Navi gesagt, dass sie zurückkommt? Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Gibt es auf der kleinen Insel östlich von hier etwas, wovon ich mich in Acht nehmen sollte? Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Wir kennen Geiermunds Halle bereits. Da waren wir schon drin. Gut, gehen wir gen... Da unten? Oh Gott, ohne Kompass hätte ich es nie gefunden. Ihre Halskette. Ein paar Sachen. Zutaten also gesammelt, aber ich fürchte, die ist. Ist die Frage, woran sie gestorben ist, keine Ahnung. Nee, Lehm brauche ich nicht.
Also wieder zu Narfi. Du hast gerade Bären gehört, wie auch. Ich vermisse Ryder. Sie war so nett zu Narfi. Narfi ist traurig, dass sie nicht mehr bei Ryder sein kann. Ich habe Ryders Halskette gefunden. Ryder! Habt ihr Ryder gesehen? Habt ihr ihr gesagt, dass Narfi weint? Habt ihr ihr gesagt, dass Narfi sich nie verabschieden konnte wie von Mutter und Vater? Es tut mir leid, Narfi. Sie ist tot. Oh nein! Nein, nein, nein! Narfi konnte sich nicht verabschieden. Jetzt ist Narfi ganz allein. Zumindest hat Narfi Ryders Kette. Erinnert Narfi an seine Schwester. Danke, dass ihr sie Narfi gegeben habt. Menschenfleisch hinzugefügt, okay. Das ist gar nicht so schlimm. Jetzt kann er sich zumindest verabschieden. Halt, über die Halskette. Okay, hier liegen noch viele Tote. Oh, 200 Steilpfeile, ja, die nehme ich mit. Das ist was, was man nicht liegen lassen sollte. Auch wenn ich glaube, dass ich hier wahrscheinlich nicht mehr mit Bogen arbeiten werde. Da wir Zerstörungskraft haben.